Aus den Tiefen der germanischen Wälder traten sie ins Licht der Geschichte. Anfangs waren es nur wenige, dann tauchten immer größere Trupps auf und brandeten an den Limes in Südwestdeutschland. Die Alamannen. Nach den mythischen Vorstellungen verliehen Wolfsmasken den Kriegern des Gottes Wotan Mut und Stärke. Schließlich brachten sie das Weltreich ins Wanken. Später etablierten sich die Alamannen als neuer Machtfaktor, als Stammesherzogtum. Woher kamen sie und wie lebten sie? Im 3. Jahrhundert nach Christus begann sich der Himmel über dem Imperium zu verdunkeln. Naturkatastrophen, Inflation, Korruption und innere Machtkämpfe trafen das Weltreich ins Mark. Unsichere Zeiten brachen auch über die Provinzen Rätien und Obergermanien herein. Denn der Kaiser zog Besatzungen vom Limes ab und beorderte sie an die Krisenherde des Riesenreiches. Am Limes entstand so ein Machtvakuum. Die Alamannen nutzten die Gunst der Stunde. Die Nerven der romanischen Bewohner hinter der Grenze lagen blank. Über die Herkunft der Eindringlinge berichtet keine Stammessage. Nur Funde erzählen, dass sie vor allem aus den Regionen zwischen Elbe und Oder kamen. Was trieb sie in die Ferne? Klimaverschlechterung, Überbevölkerung oder die magische Anziehungskraft Roms? Auf römischem Territorium verschmolzen verschiedene Teilstämme allmählich zu einem Stamm. Erstmals 289 erwähnt sind die Alamanni, was so viel bedeutet wie zusammengespülte Menschen. Immer wieder fielen sie in Gallien ein. Doch das Land der Verheißung war Italien. Mailand, Ravenna und sogar Rom. Ein Altar aus Augsburg legt Zeugnis ab von einem römischen Sieg über diese waghalsigen Kriegerhorden. Im Jahre 260 wurden Barbaren aus den Stämmen der Jutungen und Semnonen geschlagen. Sie hatten bereits damals tausende italische Kriegsgefangene über die Alpen verschleppt. Angelockt von Ruhm, Ehre und der Aussicht auf reiche Beute, wagten sich tollkühne Alamannenkrieger bis in die Pyrenäen vor. Wie unermesslich die geraubten Schätze waren, belegen zahllose Beutestücke, die im Rhein versanken. Vom Gaiskopf aus, einer Erhebung bei Offenburg, stürmten die Alamannen das Imperium auf der gegenüberliegenden Rheinseite. Begleitet von wilden Gesängen und in einer Sprache, die dem Gekrächze heiser schreiender Vögel glich, wie ein Zeitgenosse berichtet. Ihre Anführer trugen auch Waffen aus Skandinavien und Rangabzeichen wie diesen Militärgürtel. Um weitere linksrheinische Gebiete zu erobern, rückte im Jahre 357 ein alamannisches Heeresaufgebot von 35.000 Kriegern unter sieben Königen zur Schlacht von Straßburg an. Den Oberbefehl besaß König Knodomar. Der ruchlose Anstifter des ganzen Kriegssturmes hochgemut durch häufige Erfolge. Doch völlig erschöpft blieb ihnen schließlich nur die Flucht. Der stolze Knodomar musste sich ergeben und um Gnade bitten. Als Kriegsgefangener wurde er nach Rom verschleppt, wo er auch starb. Am Rande des Schwarzwalds residierten auf dem Zähringer Burgberg bei Freiburg im 4. Jahrhundert Alamannenkönige. Sie ließen riesige künstliche Terrassen mit gepflasterten Arealen anlegen. Es war eine enorme Arbeit, denn immerhin mussten rund 200.000 Kubikmeter Stein gebrochen und wieder neu gelagert werden. Das geht nur mit einer größeren Schar von Gefolgsleuten, unter anderem sicherlich auch römischen Kriegsgefangenen, die hier dann arbeiten mussten. Es ist eindeutig eine germanische Anlage, denn all diese Bauweisen sind nicht römisch. Die Römer hätten es ganz anders gemacht, sodass wir wirklich davon ausgehen können, dass diese Germanen sich hier eine Residenz gebaut haben, die weithin in den Breisgau wirkte, mit einer mindestens 5 Meter hohen Front zum Tal hin.
Die Bewohner stammten aus dem Gebiet zwischen Elbe und Oder und aus Böhmen. Den König und seine ranghohen Krieger zog die römische Kultur in den Bann. Bei Gelagen tranken sie auf dem Zähringer Burgberg aus kostbaren, importierten Gläsern. Die alemannischen Kriegsherren haben das Handwerk versucht, hier auf den Höhen zu konzentrieren und das Monopol auszuüben. Es ging um die Herstellung von Waffen, das ist dann natürlich. Es ging um die Herstellung von Schmuck und um die Herstellung von Militärgürteln. Die Beschläge der Militärgürteln waren zugleich Rangzeichen. Und deshalb finden wir hier viele Spuren dieses Handwerks. Rohmaterialien, römischer Schrott aus Bronze, der hier zusammengetragen wurde und eingeschmolzen wurde. Aber auch andere Werkzeuge, mit denen man diese Dinge produzierte. Auf dem runden Berg bei Urach lag eine weitere Residenz. Während einige Kleinstämme zeitweise Bündnispartner der Römer waren, machten adelige alemannische Krieger, ja sogar Könige, im römischen Heer Karriere. Das brachte auch Reichtum. Stammesgruppen wie die Rätovarier, die nördlich der Donau im Gebiet der Provinz Rätien lebten, dienten als Eliteeinheiten unter römischem Kommando. Nach ihnen ist das Ries bei Nördlingen benannt. Nach dem allmählichen Vordringen der Alamannen war der römische Limes um 290 nach Christus an Rhein, Iller und Lech zurückverlegt worden. Die Alamannen schlugen ein neues Kapitel in der Geschichte auf. Sie waren in Mitteleuropa die ersten Germanen, die sich auf ehemals römischem Reichsgebiet niederließen. Vorboten eines epochalen Zuzuges aus dem Norden, der Völkerwanderung. Manche Neuankömmlinge suchten sich ihre Wohnsitze innerhalb römischer Gutshöfe. Sie errichteten darin ihre traditionellen Holzhäuser. Römische Städte mieden sie. Das Landleben war ihnen vertrauter. Auch Jutungen und Sweben, letztmals 551 als eigenständiger Verband genannt, gingen schließlich im Stamm der Alamannen auf. Später verliehen die Sweben dem heutigen Schwaben ihren Namen. Von ihren zahlreichen Holzhäusern, die beim Landesausbau entstanden, hat sich wenig erhalten. Bei Ausgrabungen sind bestenfalls die Standspuren der Holzpfosten im Boden aufzuspüren. Wände aus Fachwerk oder Holzbohlen sowie Dachkonstruktionen sind meist vergangen. Experimentelle Archäologie ergründet diese versunkenen Lebenswelten. In Kirchheim bei München steht eine ungewöhnliche Baustelle, die ein weites Forschungsfeld bietet. Nur Hölzer, die damals im Wald wuchsen, wie Eichen, Eschen, Lärchen und Birken, finden hier Verwendung, sowie traditionell verarbeitetes Schilf. Mehrere Schilflagen gleichmäßig übereinander gelegt und festgebunden, bilden so einen bis zu 20 cm dicken, wasserdichten Dachbelag. Moment, liegt der? Ja. Der Dachstuhl ist ganz stabil, da fehlt sich gar nichts. Der ist über Zapfenwerk miteinander verbunden, verdübelt. Und das Ganze ist eine geschlossene Dachhaut. Und je kompakter es aufgebunden wird, umso stabiler wird das Ganze eigentlich. Wir hatten auch keine Schneeprobleme bislang. Das ist auch eine Frage der Region, wie steil die Dächer sind, ob man mit mehr oder weniger Schneelast rechnen muss. Bajuwaren und Alamannen errichteten sehr ähnliche Bauten, bis zu 26 Meter lang, darunter auch Wohnstallhäuser. Als Nebengebäude existierten Speicher, Badhäuser, ja sogar Wassermühlen. In Lauchheim bei Ellwangen wurde erstmals eine vollständige alamannische Siedlung ausgegraben. Der Besitzer des Herrenhofes besaß dort als Amtsträger das Privileg, Urkunden mit seinem Siegelring zu bestätigen. Ein Akt politischer Machtausübung.
Frauen stellten für den Eigenbedarf Textilien her. Am Gewichtswebstuhl fertigten sie lange Stoffbahnen aus Wolle, Leinen oder Hanf. Es gab verschiedene Webarten. Zum einen ist es die Leinwandbindung. Das ist im Grunde genommen das, was wir hier haben. Das ist das, was auch am häufigsten nachgewiesen wurde. Eben dieses ganz einfache Einfahren hoch, Einfahren runter, Einfahren hoch, Einfahren runter, wo meine Hand ist, das wäre jetzt der Faden. In dem Fall in Wolle. In Wolle ist am häufigsten nachgewiesen. Dann gibt es natürlich das Nonplusultra für Textilien, das sind die sogenannten Goldtextilien. Allerdings so richtige Textilien, Kleidung, die ganz aus Gold waren, gab es damals nicht. Das sind dann nur Borten, eben Kleidungsborten oder eben Stirnbänder, eben aus goldenen Fäden. Es gibt sehr, sehr feine Goldtextilien, die unterscheiden sich auch minimal von den anderen. Da nimmt man an, dass die eben gerade in diesem in Byzanz hergestellt wurden oder in Italien. Das ist auch so eine Edelstein-Produktionsstätte der damaligen Zeit. Aber es gibt dann eben so Textilien, wo man annehmen könnte, dass die auch hier hergestellt wurden. Aus Asien importierte man erlesene Seidenstoffe und Baumwolle wahrscheinlich aus den arabischen Ländern. Die Mode lag voll im Trend der Zeit. Die alemannische Dame hatte ein Unterkleid an, die eine große Tunika im Prinzip, und darüber dieses röhrenförmige Stück Stoff, was an der einen Seite zusammengenäht ist, und das wurde dann auf den Schultern zusammengebunden durch die Fibeln. Und zwischen den Fibeln war manchmal noch so eine Perlenkette, die quasi wie im Byzantinischen, das kennen wir vom Mosaiken, zwischen den Fibeln hing. Und das sah dann natürlich besonders prunkvoll aus. Und das Raffinierte daran ist, dass man dadurch quasi ruckzuck ein richtiges Kleid hat, so wie es heute vielleicht sogar noch schick wäre. Und das Ganze wurde dann gegürtet. Alles, was die Frau täglich brauchte, hatte sie mit am Gurt. Zum Beispiel eben ein Eisenmesser, eine Schere, die zu damaliger Zeit auch schon existierte, und eine Ledertasche, in der diverse Utensilien waren. Dieser Gürtel musste quasi hier durchgezogen werden, weil sonst hätte das ja keinen Sinn, dass der da unten verziert ist. Dadurch sah der Gürtel dann relativ prunkvoll aus, weil man alle Beschläge sehen musste. Dieser Gürtel ist relativ selten. Also normalerweise ist das ein Militärgürtel, den Männer trugen, der eine Art Rangabzeichen war. Und dieses Rangabzeichen kriegten sie quasi beim Militär. Wir vermuten, dass die Frau, die das im Grab mitbekommen hatte, von ihrem Mann diesen Gürtel geerbt hat und ihn dann selber getragen hat. Wir wissen, dass einige andere Frauen solche Gürtel auch mit ins Grab bekommen haben und dass Männermode oft in Frauenmode überging. Zum Beispiel Halsringe trugen nur Männer. Und später im 5. Jahrhundert wurden die dann auch von Frauen getragen und nicht mehr von Männern. Also Rangabzeichen werden zu ganz normaler Mode. Schon damals repräsentierte die alemannische Dame mit standesgemäßem Schmuck. Avantgardistische Preziosen mit Einlagen aus indischem Granat. Beim Adel war Exklusivität gefragt. Um 470 unternahmen Alamannen unter ihrem König Gibult kriegerische Streifzüge sogar quer durch Rätien bis nach Passau. Nach dem Ende des Weströmischen Reiches schwangen sich die Franken in Gallien allmählich zur Großmacht auf. Als die Alamannen zweimal von ihnen besiegt wurden, war ihr Schicksal besiegelt. Von nun an war das alamannische Siedlungsgebiet nördlich der Donau eine fränkische Provinz.
Der Einfluss der alemannischen Herzöge hing jedoch von der Macht des jeweiligen Frankenkönigs ab. In Italien regierte seit 493 der Ostgotenkönig Theoderich der Große. Von seinem Palast in Ravenna aus, der neben der Kirche San Apollinare Nuovo stand, versuchte er eine Friedensdiplomatie zu verfolgen. Doch der Expansion der Franken konnte er keinen Einhalt gebieten. Theoderichs Interessensphäre reichte über die Alpen bis an die Donau. Deshalb standen Alamannen, die dort lebten, auch unter seinem Schutz. Theoderich appellierte an den Frankenkönig: Mäßigt euer Vorgehen gegen die erschöpften Reiter. Seid milde denen gegenüber, die sich voll Entsetzen in unserem Gebiet verbergen. Doch es kam anders. Seit 537 standen alle Alamannen unter fränkischer Herrschaft. Einige Adlige flohen in den Osten, wo sich gerade der Stamm der Bajuwaren etablierte. Andere flüchteten sogar bis nach Italien, wo sie ihre letzte Ruhestätte fanden. Bei den Italienfeldzügen der Franken beteiligten sich nun auch alamannische Kriegerverbände. Diese Alamannen, kann man sagen, die haben da ziemlich wüst gehaust in Italien während der Gotenkriege, also im 6. Jahrhundert, haben also geplündert und geschändet, haben allerdings auch Pech gehabt, sie sind dann durch Seuchen dezimiert worden und sind eigentlich ziemlich, ja, man kann sagen, ohne Beute nach Hause zurückgekehrt, ein Teil davon. Aber andererseits dann im späten 6. Jahrhundert, als es gegen die Langobarden ging und das Ganze besser organisiert war, kann man sagen, dass eben dann auch ein ganzer Kulturfluss, Kulturstrom aus Italien in die Zone nördlich der Alpen gekommen ist, hat sehr vieles im alamannischen Gebiet aus dem langobardischen Italien übernommen, etwa Waffen, Rüstungen, auch Kampftechniken. Die Kriegstechnik entwickelte sich weiter. So trat der Steigbügel, von den Langobarden eingeführt, seinen Siegeszug im Norden an. Die schwer bewaffneten Krieger saßen nun fester im Sattel. Die Lamellenrüstung hier, die wurde gefunden in einem Adelsgrab in Niederstotzing, Kreis Heidenheim. Sie besteht hier aus einem flexiblen Gürtelteil, was man auch braucht, um eben auf ein Pferd aufsteigen zu können. Und die ganzen Sachen kamen auf in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts, wurden vermittelt über die Langobarden, über die Alpen. In diesem Grab lagen drei Krieger. Das Interessante war, also entdeckt wurde es, wie ein Bagger in das Grab eingriff und wie dann in der Aushuberde sich auf einmal diese Lamellen fanden. Wie der Panzer, so besaß auch der Helm Lamellen. Diese aufwendigen Rüstungen sind erstmals in Zentralasien nachgewiesen. Dann bei der byzantinischen Armee und bei den Langobarden, wo sich die Leibgarde des Königs damit schützte. Am prunkvollen Gürtel trugen Krieger ein einschneidiges Kurzschwert, den Sachs und ein kostbares zweischneidiges Langschwert. Weiterhin zur Ausstattung des Kriegers gehört dann auch der Schild. Die meisten waren gewölbt. Man erkennt die Wölbung hier an der Biegung, an der Falz des Schildbuckels. In den meisten Fällen hat sich aber nur die eiserne Schildfessel sowie der Schildbuckel erhalten. Aber anhand der Schildfessel kann man ungefähr auch die Größe des Schildes bestimmen. Dieser war mit Leder überzogen und bunt bemalt. Waffenschmiede genossen ein ganz besonderes Ansehen. Sie waren begehrt und gefürchtet zugleich. Mit ihrem technischen Know-how und ihrer handwerklichen Raffinesse schufen sie die Glanzleistungen der Waffenschmiede, den Damaststahl. Was Sie hier sehen, ist ein sogenannter Sachs. Ein Schmalsachs nennt sich dieser. Es gab auch noch andere Ausführungen. An diesem Sachs sehen Sie eine typische alamannisch-fränkische Schmiedetechnik.
Sie sehen hier in der Mitte einen sogenannten Damast. Und zwar ist es ein zweibahniger Torsionsdamast. In dieser Art und Weise waren die Schwerter auch und manche Sachs aufgebaut. Die Schneiden, die hier aufgeschweißt sind, sind hart. Diese zwei Bahnen Damast sind aus zwei verschiedenen Stählen geschmiedet oder aus einem Eisen und einem Stahl. Das bringt für die Klinge einen positiven statischen Aufbau. Die Klinge bleibt elastischer. Als Zeremonialwaffen fungierten Schwerter, die reich mit Gold verziert waren, mit ihren ebenfalls dekorierten Holzscheiden. Diese individuell angefertigten Prunkschwerter dienten als Rangabzeichen des Kriegeradels. Wahrscheinlich zeichneten sie den Träger als ranghohen Verwalter aus. Nur Meister ihres Handwerks verstanden es, aus einem Stück Holz einen Bogen zu bauen. Das ist ein alemannischer Eibenbogen, ein Nachbau. Sie wurde gefunden in Oberflacht, in einem Grab, als Grabbeigabe. Das ist einfach ein Nachbau, genauso wie der beschrieben wurde. Das ist aus Eibe. Und die Eibe hat was ganz Spezielles eigentlich. Und zwar dieses helle Holz, das sogenannte Splintholz. Das Holz, das unheimlich viel Zug aushält. Also das ist ideal für diesen Rücken. Und dieses Kernholz, dieses dunkle Holz, das hält viel Druck aus. Also es ist eigentlich ideal für einen Bogen. Gerade Eibe ist. Der ist sehr stark hier. Also da muss man wirklich alle Kraft aufnehmen, um den zu ziehen. In der ehemaligen römischen Provinz Rätien zwischen Iller und Lech überlebten intakte römische Gemeinwesen. Darunter Augsburg, Kempten und Füssen. Ab 500 ließen sich auch Bauern aus der Alamannia in diesem Gebiet nieder. Sie gründeten Markt Oberdorf und Schwangau. Alamannen und Bajuwaren redeten in einer ähnlichen Sprache. Westoberdeutsch und Ostoberdeutsch. Beides Dialekte des Althochdeutschen. Der Lech bildete sich erst allmählich zur Mundartgrenze heraus. Dass Alamannen bei den Bajuwaren lebten, belegen auch historische Forschungen. Markt Schwaben ist ein solcher Ort, wo man auch noch aus dem 8. Jahrhundert Personennamen greifen kann, die im Westen, sagen wir mal im Juragebiet, um Tübingen etwa, wahrscheinlich zu Hause waren. Also ein potentes, wichtiges Geschlecht. Im Osten dehnte sich das alamannische Siedlungsgebiet später bis zum Lech aus und grenzte dort an das Herzogtum der Bajuwaren. Nach Süden verlagerte es sich bis in die heutige Nordschweiz und das Schweizer Mittelland. Einige Aspekte des Alltagslebens beleuchtet das Stammesrecht der Alemannen. Dieses sollte die Blutrache und Fehde eindämmen, die oft ganze Familienverbände zum Aussterben brachte. Es regelte die Bestrafung aller möglichen Vergehen und Erbschaftsangelegenheiten. Wurde einer Witwe die Morgengabe, die materielle Zuwendung des Mannes in Frage gestellt, so leistete sie einen Zopfeid. Dies gab mir mein Gatte zu meiner Verfügung und ich darf es besitzen. Eine Sitte, die bis zum Ausgang des Mittelalters in Schwaben überlebte. Wenn eine Frau eine andere als Hexe oder Giftmischerin beschimpfte, musste sie beispielsweise 20 Schillinge Strafe zahlen. Es war ein Kampf ums tägliche Überleben. Das Grundnahrungsmittel Getreide wie Gerste, Dinkel, Hafer, Roggen und Nacktweizen baute man für den Eigenbedarf an. Man verspeiste es entweder als Brot, Fladen oder als Getreidebrei. Was die Natur hergab, fand Verwendung. So verarbeitete man Lindenbast zu Schnüren. Den
Den Römern fielen die Germanen nicht nur wegen ihrer relativ großen Statur auf. Auch ihr blondes Haar stach den Feinden ins Auge. Langes Haupthaar zu tragen, galt als Privileg von Königen, Adligen und Freien. Die Sueben trugen ihre blonde Mähne zum Knoten gebunden. Diese für sie typische Haartracht wurde zum Markenzeichen dieses Stammes. Die Alamannen waren keine Kostverächter. Gegessen wurde Rind, Schwein und Huhn. Wild stand selten auf der Speisekarte, vielleicht nur an besonderen Festtagen. Exotische Zutaten wie Kräuter aus dem Süden hielten nun Einzug in den Küchen der Germanen. Dill, Sellerie, Petersilie, Bohnenkraut und Majoran verliehen den Gemüseeintöpfen einen intensiveren Geschmack. Die bislang kulinarisch nicht verwöhnten Zuwanderer fanden nun auch Gefallen an Früchten, die die Römer aus dem Mittelmeerraum eingeführt hatten. In den Garten gediehen Pflaumen, Süßkirschen, Pfirsiche und vielleicht sogar Feigen. Ja, sogar importierte Pinienkerne verfeinerten raffinierte Gerichte. Bei Trinkgelagen berauschte man sich an Wein und Bier. Möglicherweise tranken die Alamannen auch eine Art Absinth, der aus den aromatischen, bitteren Inhaltsstoffen des Wermuts gewonnen wurde. Mit den Dingen des täglichen Lebens ging man sparsam um. Was als Speiseabfälle entsorgt wurde, diente als Werkstoff für allerlei Geräte, Knochen und Horn. Es ist wahrscheinlich so in der damaligen Gesellschaft gewesen, dass die Krieger und Gefolgschaftsleute auch teilweise viel Zeit haben und eben Spiele gemacht haben, römische Spiele mit solchen Knochenwürfeln. Wir kennen auch Spielsteine aus Glas dazu und eben auch die römischen Spielbretter. Da Knochen und Horn besondere Zug- und Druckfestigkeit besitzen, eigneten sie sich für Nadeln und Pfriemen, aber vor allem für Kämme. Das hier ist ein germanischer Kamm mit einer dreieckigen Kopfplatte. Und man sieht an dem Muster, dass das nicht sehr fein gearbeitet ist. Das müsste also ein Handwerker gemacht haben, der kein Spezialist ist. Das ist bestimmt ein Kamm, der im Haushandwerk selber hergestellt worden ist. Der experimentelle Nachbau einer Drechselbank mit raffinierten Lösungen. Im Test bewährte sich die Rekonstruktion. Ohne weitere Hilfe, nur mit einer Schnur, bringt man das Werkstück zum Rotieren. Ob Drechsler, Böttcher, Schnitzer oder Schreiner, all diese Handwerker arbeiteten sehr qualitätsvoll. Sie stellten auch Dekorationselemente für Möbel her. Wohlhabende Alamannen schliefen bereits in Betten. Diese waren verziert und auch mit roter oder schwarzer Farbe bemalt. Kissen und Polster aus Stoff oder Leder füllte man mit Federn oder Moosen. Vielleicht zu Repräsentationszwecken saß so manche vornehme Alamannin auf einem eisernen Klappstuhl. Die Räume richtete man mit Fellen und Decken sowie Tischen und Hockern ein. In den Boden eingelassene Gebäude dienten als Webhäuser. Die hohe und konstante Luftfeuchtigkeit verhinderte, dass die Kettfäden aus Leinen brüchig wurden. Auch Vorräte lagerte man in solchen Bauten. Brannte das Herdfeuer, so zog der Rauch durch eine Aussparung im Dach ab. Dieser Stuhl fand sich in einem Grab. Der Schreiner hatte für die Querstreben die härtere Esche, die Stabilität garantierte, gewählt, für die dekorativen Teile das zum Drechseln besonders geeignete weiche Ahornholz. Die Dinge, die sonst noch mitgegeben werden aus Holz, die kennen wir eben normalerweise nicht. Und hier haben wir eine Leier, wir haben verschiedene Gefäße, Feldflaschen, wir haben einen Leuchter, dazu gehören Möbel, also eine komplette Hausausstattung. Als eine sensationelle Entdeckung gilt diese vorzüglich erhaltene Leier aus einem Grab von Trossingen bei Tuttlingen. Der Instrumentenbauer zeichnete sich als Experte und zugleich als Künstler aus. Sogar die 6 Stimmwirbel für die Saiten sind noch erhalten.
Beim Gastmahl trug der adlige Krieger Preislieder und Heldeneben vor und begleitete sich dabei auf der Leier. Selbstverherrlichung des adeligen Lebensstils. Auch die Wiedergabe dieser Kriegerprozession ist verankert in der germanischen Vorstellungswelt. Bei einer Zeremonie schworen die 12 Männer an einer Fahnenlanze wohl einen Eid. Rituale wie diese schweißten die kriegerische Gefolgschaft zusammen. Solche Kriegerprozessionen kennen wir aus dem skandinavischen Raum. Dort ist allerdings die Waffenausstattung etwas kompletter. Es sieht aber so aus, als ob die Bildvorlage für diese Kriegerprozession, vermutlich auch die für in Skandinavien, aus dem spätantiken Raum kommt, aus dem spätantiken christlichen Raum, und zwar orientiert ist an spätantiken christlichen Sarkophagen, die Christus im Kreise der 12 Apostel zeigt. Gegen den Durst wappnete sich der Krieger mit einer Feldflasche. Sie war gefüllt mit einer Mixtur aus Gerstenmalz, wildem Hopfen und Honig, also mit gesüßtem Bier. Wer es sich leisten konnte, benutzte Kerzen aus Bienenwachs als Lichtspender. Runen, geheimnisvolle germanische Zeichen. So, das ist jetzt das Fußsack, das Runenalphabet, besser gesagt die ersten Buchstaben des Runenalphabetes. Da sieht man hier das F-U-T-H, das englische T-H, A-R-K oder C. Die haben die Buchstaben ja so geschrieben, wie sie sie ausgesprochen haben. Und das sind die ersten Buchstaben, die sind sehr häufig eingeritzt auf Runenfibeln, auf Stäben. Und wir vermuten, dass die einfach da geübt haben, Runen zu schreiben. Oder es muss auch magische Bedeutung gehabt haben, weil wenn das hinten auf den Fibeln ist, hat es auch eine Bedeutung. Die Rückseite einer Brosche. Wahrscheinlich bedeuten die Ritzungen, ich hielt das Gewand zusammen. Runen können also auch ganz Alltägliches mitteilen. Ihre Lesung und Deutung gibt aber oft Rätsel auf. Abgesehen von kurzen Botschaften auf kleinen Objekten, berichten über die Alamannen nur fremde Schriftzeugnisse. Waren die Alamannen wenig offen für Neues und besonders traditionsbewusst? Man kann sich höchstens vorstellen, dass die Leute in der Alemannia, die Alemannen, eher mit der Schrift aus dem Norden sich anfreunden könnten, dass die Schrift der Römer dagegen für sie etwas eher Fremdes war und dass man dann eben lieber etwas aus dem eigenen Kulturbereich vielleicht übernehmen wollte. Auf dem Holzstab hier von Neuding steht dann eine wohl Liebesinschrift, Liebes der Imuba von Hamale, Biskunz ritzte die Runen. Man kann sich vorstellen, dass Imuba die Frau, die Besitzerin war dieses Webstuhls, ist ein Teil eines Webstuhls. Hamale vielleicht ihr Mann oder Freund, der selber konnte wohl keine Runen ritzen und bat die Frau Biskunz, die sich da auch verewigt hat, ihm für seine Frau oder Freundin die Runen zu ritzen. Bei Bad Krozing ist eine Liebesinschrift. Man liest, Boba liebt den Agerich oder Boba wünscht Liebes dem Agerich. Man kann dies als ganz normale Liebesinschrift einer Frau an einen Mann interpretieren. Oder vielleicht wünscht Boba ja dem Agerich alles Liebe, also vielleicht ein Liebeszauber. Bei Sigmaringen entdeckte man einen magischen Ort, das Naturheiligtum von Inzighofen. In ungewöhnlicher Umgebung, nicht auf einem Friedhof, fanden hier 4 Krieger ihre letzte Ruhestätte. Eine Wurfaxt hat den Schädel des 40-jährigen Mannes gespalten. Ein Anthropologe diagnostizierte insgesamt 8 unverheilte Spuren von Gewalteinwirkung. Der Tod wurde auch durch Lanze, Schwert und einen Pfeil herbeigeführt. DNA-Analysen verraten, dass es sich um Verwandte handelte. Opfer einer Stammesfehde, eines Racheaktes oder einer Auseinandersetzung um eine Frau? Dass viele Alamannen Heiden waren, bezeugt der Bericht eines Zeitgenossen.
Sie verehrten irgendwelche Bäume und Flüsse. Für diese schneiden sie Pferden und anderen Tieren die Köpfe ab und verehren sie wie Götter. Noch um 700 herrschte die heidnische Vorstellung, Pferde würden Adelige nach Walhall begleiten. So folgten Rösser mit ins Grab. Der heilige Columban beobachtete um 600 Alamannen bei einer Wotanfeier um ein großes Bierfass versammelt. Bei den Alamannen ist auch noch im 6. Jahrhundert eine sehr starke, kann man sagen, heidnische Tendenz spürbar. Es ist, wirkt viel germanischer als etwa bei den Bajuwaren. Und bei den Alamannen, speziell im 6. und 7. Jahrhundert, ist es ein Tierstil, gang und gäbe. Verzierung in Tierornamentik, verschlungene Tierbilder, die irgendwas bedeutet haben. Hier können sie mir deuten, aber es kommen immer dieselben Tiere vor. Tiere, die eben so ochsenköpfig oder stierköpfig sind. Es ist nicht nur eine Ornamentik, es muss ein Inhalt drin gewesen sein. Die ist in Skandinavien sehr verbreitet, ist verbreitet bei den Alamannen und bei den Langobarden. Man muss davon ausgehen, dass es wirklich Beziehungen gab, auch starke Beziehungen aus diesem südwestdeutschen Raum, noch im 7. Jahrhundert nach Nordosten, in den ehemaligen Herkunftsgebieten und bis nach Skandinavien, wo eben dann diese, ja, die Grundlagen gegeben waren, dass das Heidentum weiterhin transportiert worden ist. Wollten Alamannen zum Christentum übertreten, so mussten sie beim Taufakt ihren Göttern abschwören. Fortan waren heidnische Tiermaskeraden in Kirchen verboten. Die Übernahme der langobardischen Sitte, Goldblattkreuze ins Grab mitzugeben, weist auf eine frühe Christianisierungswelle aus Italien hin. In Gräbern finden sich also die ersten Anzeichen, dass adelige Alemannen zum Christentum bekehrt wurden. Allmählich errichtete man einfache kleine Kirchen, wie diese in Herrsching am Ammersee. Teils erbaute man sie in Holz, teils in Stein. Hier versammelten sich die Gläubigen zum Gottesdienst. Die Überführung frühchristlicher Märtyrer in die Gegend nördlich der Alpen setzte ein. Der Reliquienkult nahm an Bedeutung zu. Das Grab des heiligen Vitalis verehrte man in Esslingen. In der heutigen Kirche St. Dionys liegt ein etwa 10-jähriger Knabe mit dem Namen Nordmann bestattet. Einzigartig ist die Grabplatte mit der Inschrift In nomine Domini Nordmann, im Namen des Herrn Nordmann. Ein zutiefst christliches Bekenntnis. Zur kostbaren Ausstattung von Kirchen gehörten aufwendig gearbeitete Reliquienbehälter. Bei Prozessionen konnte man sie mitführen. Sie wurden auch ins Grab mitgegeben. Mönche machten sich auf den Weg, bei den Heiden zu predigen. Von St. Gallen aus zog Magnus nach Osten. Entlang des Lechs gelangte er auf der alten römischen Straße, der Via Claudia, über Epfach und Roßhaupten nach Füssen. Dort gründete Magnus mit Unterstützung des Augsburger Bischofs eine Mönchszelle. Daraus entstand das Kloster St. Mang in Füssen. Überlingen am Bodensee residierte Herzog Gunzo. Er berief in Konstanz ein Konzil ein. Das Bistum Konstanz war von herausragender Bedeutung. Aus der Zelle des heiligen Gallus, eines Schülers des heiligen Columban, ging später das berühmte Kloster St. Gallen hervor. Auf der Insel Reichenau im Bodensee entwickelte sich ein weiteres kirchliches Zentrum. Das Adelsgeschlecht der Agilolfinger, das bei den Bajuwaren die Macht innehatte, herrschte später auch über die Alamannen. Aus dieser Nebenlinie stammte offenbar Odilo, der um 737 in Regensburg bayerischer Herzog wurde. Odilo hat sein erstes Kloster von Alamannien, von der Reichenau aus, gegründet. Das ist Niederalteich. Und er hat auch
diesem Niederaltar das Patrozinium des heiligen Mauritius, eines der tiberischen Märtyrer, ein Offizier, gegeben, der wiederum in der Hochschweiz, in Samaris, sozusagen zu Hause ist. Aber es sind offensichtlich enge Beziehungen. Das alamannische Stammesrecht setzte auch fest, hatte ein Herzog einen Sohn, der gegen ihn rebellierte, während er noch im Besitz seiner Kräfte und fähig war, ein Pferd zu besteigen, so konnte er diesen verbannen. Wer im Heer einen Streit begann und dabei einige Leute getötet wurden, dann musste der Mann sterben oder er wurde in die Verbannung geschickt. Seine Güter zog die öffentliche Hand ein. In Zeiten königlichen Machtverfalls eskalierte die Rivalität zu den Verwaltern des Frankenreiches, den Hausmeiern, und es kam zu Aufständen. Es war so, dass im 8. Jahrhundert und schon im 7. Jahrhundert durch die Schwäche der merowingischen Zentralregierung, also des Königtums, des fränkischen Königstums, eben sind zentrifugale Kräfte wirksam worden bei den Alamannen und bei den Bajuwaren. Und es kam eben dazu, dass die Heeresfolge verweigert worden ist. Der alamannische Adel hat die Heeresfolge verweigert und daraufhin wird ein Blutgericht veranstaltet. Also sie wurden zur Rechenschaft gezogen, die alamannischen Adligen. Dieses sogenannte Blutgericht fand in Cannstatt statt, einem Hauptort des Herzogtums. Hier ließ der fränkische Hausmeier Karlmann die Verantwortlichen bestrafen. So schlug im Jahre 746 die letzte Stunde des alamannischen Stammesherzogtums. Einst waren Wotans Krieger aus dem Nebel der Geschichte aufgetaucht und hatten den Limes gestürmt. Etwa 500 Jahre später verloren die Alamannen ihre Selbstständigkeit und mussten sich wie die Bajuwaren dem fränkischen Joch beugen. Bis heute lebt der Name Alamannen im Französischen und Spanischen fort. Allemand, Alemann steht dort für Deutsch.